Hallo Freunde und willkommen zurück zu Mutant Year Zero, wo wir uns hier im Vorstadtmausoleum befinden, im ersten, im wirklich allerersten Gebiet des DLCs Seeds of Evil. Ich glaube, wir kommen hier... kann hier lang, aber ich glaube, ich sollte nicht hier lang. Es könnte daran liegen, dass ich gerade über der Luft laufe. Ja, wir haben auf jeden Fall in der letzten Folge das Spiel abgeschlossen. Hallo? Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ja, haben Eden besucht, haben die Bestätigung bekommen. Der Älteste ist Dr. Ingmar Edison gewesen, der uns damals aus den, beziehungsweise alle Mutanten aus dem Eden-Projekt, aus dem Mimir-Projekt, in dem sie geschaffen wurden, ja, entführt hat vom Prinzip her. Und nachdem wir das entdeckt haben, hat sich der Älteste aus dem Staub gemacht und die Arche scheint zu zerfallen, weshalb wir uns dann aufgemacht haben, um entsprechend dem Ältesten hinterherzugehen. Und ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt noch Schrott finden. Das wäre natürlich sehr gut. Weil, ja, könnten wir gebrauchen. Einerseits können wir uns mit Schrott immer noch Medipacks kaufen. Andererseits gäbe es da noch so ein paar Sachen, die ich mir kaufen möchte. AKA. Sehr schön. Was ich sagen wollte, ich habe ja noch diese Mimir-Visiere, die wir kaufen können. Und da würde ich gerne nach Möglichkeiten. Something strange is going on here. It's the zone. Everything's weird here. Just keep your eyes open and. Hey, no need to tell me to be quiet. I'm not ducks, you know. Ja. Ja gut, der Name des DLCs Seeds of Evil ist, glaube ich, schon relativ selbsterklärend. Waffe, sehr schön. Weil Waffenteile brauchen wir eigentlich nicht. Nur Schrott. Und da ist ein Kapselbrenner. Was auch immer der kann. Probieren wir mal aus, was passiert, wenn wir ihn töten. Peng. Peng. Da hinten habe ich Schrott gesehen. Und Peng. Okay, der macht irgendwie nichts. Zumindest nicht, wenn er stirbt. Hier habe ich was schon mal gesehen. Eine Notiz. SMS von 555-098-3876. Daniel, was soll die Scheiße? Du denkst daran, alle deine dämlichen Videospiele, deine bescheuerten Spielkarten und diese lächerliche Lampe einzupacken. Aber Großmutters Koffer vergisst du? Hör zu, Mama. Diese Lampe ist ein Sammlerstück. Eine totale Rarität. Deine bekomme ich nie wieder. Tut mir leid wegen Omas Koffer. Ich leihe ihr einstweilen ein paar meiner Klamotten. Okay, Daniel. Es ist absolut deine Schuld, wenn sich Großmutter in die Hosen macht, weil sie deine Sachen trägt und für die Akten kein Mensch sammelt Wahlpenislampen. Und jetzt schwing deinen Hintern hierher. Ja. Wahlpenislampen. Genau sowas brauchen wir. So, da ist noch ein Kapselbrenner. Da ist auf jeden Fall ein Panzer. Da hinten sind noch ein paar Typen. Und tschüss. Sieht nach einem Jäger aus und das ist ein Panzer und wahrscheinlich ein Kapselhüpfer. Okay. Okay, Kapselhüpfer sind also die
Jäger. Das Jäger-Pendant, gehe ich von aus. So, Harrow darf zuerst. You don't know who you're messing with. What do you think about that? Schön. Selma. Das ist ganz schlecht. Glück gehabt. Hey, follow me. Was haben wir denn hier? Höhleninferno-Granate. Eine mythische Granate, die der Legende nach ganze Städte zerstören konnte. Um zu verhindern, dass diese Macht in die falschen Hände gerät, haben die Altvorderen ein Passwortsystem entwickelt, durch das die Aktivierung der Granate erst möglich ist, wenn alle Seiten des Würfels eine Farbe haben. Glücklicherweise konnte dieses Rätsel bis heute niemand lösen. I can't even begin to describe something this useless and stupid looking. Dumbass Ancients. Oh. So, und da sind noch Gegner. Ein Hüpfer und ein Panzer. Ah, der heißt sogar Panzer, okay. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Was ich mich frage. Okay, es gibt noch vier weitere Artefakte, beziehungsweise es gab vier weitere Artefakte in dem DLC. Es gibt 11, nee Quatsch, eine Notiz haben wir schon gefunden, also 12 neue Notizen. Ich frage mich, ob wir in der Arche auch neue Dinge für die Artefaktpunkte sammeln können. Kaufen können. Der Kapselpanzer, hatten die normalen Panzer auch 4 Rüstungen? Hatten die nicht nur 3? Eine Reihe. Einfach hier aufdrehen. Aber es ist natürlich auch geil, dass sie sagen, ja, es gibt ganz viele neue Gegner und effektiv sind die Gegner nur wie Skins. Bisher zumindest. Mal gucken. Hier ist irgendwas noch. Oh. Zone Dogs, beziehungsweise Kapselhunde, Wölfe, whatever. Nicht noch was. Waffenteile. Wie gesagt, Waffenteile. Sehe ich noch nicht so unbedingt den Sinn hinter. Wenn man bedenkt, dass wir. Gut, ne. Klar. Für uns sehe ich den Sinn dahinter nicht. Was halt daran liegt, dass wir die ganzen Waffen, die wir schon führen, auf Level 3 haben. Da sind aber nicht nur Kapselwürfe, da ist auch so ein Kapselhüpfer, glaube ich. Oder was? Ist das ein Brenner? Ich weiß es nicht. Dann geben wir doch mal den Wölfen eine mit. Wenn ich über Baumen hier hätte. Statt Selma, aber hey. That's from me. So. Den Bomben fällt hier auch auf. Wundert mich nicht. Die hätten jetzt eh reagiert. Sind wir ehrlich. Wenn jetzt nur hoffen, dass der Kapselwolf. Ja gut, geht auch auf Bomben. Der nicht. Das ist nicht cool. Generell nicht cool. Okay, es sind also scheinbar eher die Marodeure statt die Schlechter. I think I
bad. Ich sagen muss, es ist echt nicht nett, dass der Kerl. Wie heißt's? Dass seine Munition uns anzündet. Dem brauche ich nicht den Ding ins Schuss verschwinden. So, Madame. Peng. Selma. Ich versuche erstmal den einen Wolf auszuschalten, weil. Dann sind wir den los. Aua. Alter. Man muss sagen, wir haben den Schaden hier gut hochgepusht. Aber. So, dann darfst du dich mal bitte hier hinstellen. Pharaoh wiederbeleben. Und Pharaoh kann dann theoretisch. Pharaoh kann dahin gehen, den fressen und dann auf den Wolf schießen. Ja, Selma werde ich leider gleich auch wieder belegen müssen. Aber gut. So. Hau den weg. Ich werde auch Selma jetzt gerade nicht wiederbeleben, weil das ist Verschwendung. So, Bormann stellt sich jetzt hier hin, schießt auf den, tötet, kann ihn nicht töten, egal ob er krittet oder nicht. Es kann sein, dass ich auf den Kerl eine Granate schmeißen werde. Ja, ja. Nee, was sollst du machen? Ich möchte nicht Selma fressen. Ja, ich hätte da jetzt einfach eine Brandgranate oder sowas hinschmeißen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihn trifft, liegt wahrscheinlich bei ja, 25%. Lass mal nicht machen. Vielleicht ist der Kerl doof und versucht auf Ormond zu gehen. Nee, aber er trifft nicht. Das ist Respekt dafür. Peng. So, das nehme ich auch los. Schrott, Schrott. Warum auch immer die Hunde Schrott dabei haben. Ein Garagenschlüssel. Den nutzen können. Vermutlich bei einer Garage, aber pst. Verratet es keinem. Und die Waffenteile habe ich auch gesehen. So, Kiste. Loot. Make Sweden great again. Plus 4 Bewegungsreichweite und Träger aus dem Umgang gegen kritische Treffer. Halleluja. Dieser leichte Helm mit dem inspirierenden Slogan Make Sweden great again kann 2 Portionen Grog aufnehmen. Für den Fall, dass ein Träger im Kampf Durst bekommt. Ja. Definitiv. Nehmen wir die bessere Variante davon. Es ist vom Prinzip her ist der Grog-Helm eine Kombination aus dem Borgband und dem Entdeckerhelm. Oder Gladiatorenhelm, je nachdem, was man braucht. Finde ich gut. Mhm.
Schrott, noch mehr Waffenteile. Wir werden hier auf jeden Fall gut versorgt. Das kann man hier echt nicht meckern. Also darüber kann man hier echt nicht meckern. Problem ist, da das Gebiet so groß ist, ist das schwer abzuschätzen, wie man jetzt am intelligentesten alles abdecken kann. So, ich weiß, wir bewegen uns gerade wieder auf die Gegnergruppe zu. Ich habe gesehen, dass man hier hoch kann. Gehen wir doch mal hoch. Die Musik ist gar nicht entnervend oder so. Da sehe ich nur einen Fernseher, das ist schön. Da oben ist auch noch Schrott. Leider nur der gewöhnliche. Oh. Meiner. Ich werde hier wahrscheinlich einiges übersehen. Aber ich will vor allem die Granate mal. Die Granate. Die Garage mal finden. Apropos Granate. Noch ein paar Molotovs, ne? Wie sieht's denn damit aus? Oh. Wir können Sachen verbessern. Wie geil ist das denn? Wir könnten den Sauerlauf verbessern oder den Leichenfresser auf Leichenschmauser. Ohne eine Runde zu opfern. Boss. Oh, wirft Gegner 5 Felder zurück. Respekt. Ich hätte trotzdem gerne erstmal die Tankiness hier. So, Madame kann auch. Oder den Mottenflügel, beziehungsweise Scharfschützenflügel. Und entfernt den Reichweitenmalus. Das ist natürlich geil. Erstmal das Ding hier. Weil, ganz ehrlich, das ist die bessere große Mutation. Das scheint nur für große Mutationen zu gelten. So, Umweltapostel wird zu Baumschöpfer. Verwandelt Gegner 2 Runden lang in Deckung. What the fuck? Das ist aber, glaube ich, eher kontraproduktiv, ganz ehrlich. Oder die Froschbeine zu Eisenbeine, kann Deckung überspringen und auf Gegnern landen. Okay, das macht dann wahrscheinlich Schaden. Nehmen wir einfach mal mit, weil wir können es ja. Ich werde mal mit Selma den Witzbold kaufen. Das sollte uns ein Achievement geben. Oder auch nicht. Vielleicht, weil wir das jetzt doch noch freischalten müssen. Dämliche DLCs. Nein, Achievements kaputt. Nehmen mal die Superseen mit. Nicht, dass ich sie nutzen würde, weil ich mag den lautlosen Killer einfach. Aber. So. Waffenteile. Und hier waren wir aber auf jeden Fall schon. Weiß halt gerade nicht, ob ich. Aber ich muss mich ja mit denen anlegen, ne? Machen wir erstmal den Hüpfer kaputt. Ich glaube, das wäre ganz sinnvoll. Der Reichweitenmalus hier ist echt heftig. So, Bomben. Wir erstmal damit. So, mal da schon mal rufen. Gucken, was der Kapselpanzer jetzt macht. Er versucht, Bomben zu rammen. Genau, was ich gehofft hatte. Wow. Was hältst du davon? Das nenne ich mal Schaden. Hm.
um auf Nummer sicher zu gehen. Tschüss. Das war doch, bis auf dass der trotzdem noch auf Bäumen geschossen hat, war der Kampf echt gut. So, da vorne muss ich hin, das möchte ich aber ja noch nicht. Leuchtet was. Ganz verdächtig. So, ich kann hier auch wieder nach oben. Ich auch gerade sonst nichts sehe. Gucken wir uns da mal um. Und hier noch Schrott. Sieht leider nicht danach aus. Nee. Spiegelt sich Wasser drauf. Da ist ein Elektrogerät, glaube ich. Das ist Zitterwerkzeugschrott, okay. Weiß nicht, ich persönlich würde ein Rasenmäher jetzt nicht unbedingt als Werkzeug benutzen, beziehungsweise bezeichnen. Aber an sich ja, so gesehen schon. Wenn man natürlich immer noch sagen muss, das kommt auf die Definition von Werkzeug an. So, hier ist nochmal Werkzeugschrott. Über Gegner. Ja, auf jeden Fall schon gut Schrott hier mit eingesammelt, das gefällt mir. Aber ich hätte trotzdem gerne noch die Garage, die zu dem Schlüssel passt. Denn hier haben wir eine Garage. Aber ich bezweifle, dass ich hier reinkomme mit dem Schlüssel. Oder? Doch. Denk dran, das Sicherheitswort ist Eden. Noatun LP50. Kann Deckung zerstören, wirft Gegner zurück. 10 Schaden, 14 Crit. 5% Crit-Chance, 4 Munition, 10 Reichweite. Diese Waffe wurde von Plünderern aus dem Meer geborgen. Es handelt sich dabei um eine Pistole, die einen außerordentlich intensiven Lichtstrahl abfeuert. Verursacht enormen Schaden. Mühelos. Ich weiß nicht, ich hätte bei dem Ding erwartet, dass es Gegner in Brand setzt. Problem ist, dass es leider keine lautlose Waffe ist. Da stand es nicht dran. Hauptsache, okay, deshalb Sicherheitswort. Ja, es ist halt eine BDSM-Garage. Gucken wir mal eben kurz. Ne, das Ding war nicht lautlos. Ja, es ist eine gar nicht mal so schlechte Waffe. Ja, mit 10 und 14 auf Stufe 1. Kann sich schon sehen lassen. Demnach ist es 12 und 16 auf Stufe 3. Das heißt, das ist hier schon mal besser. Müssten wir halt mal upgraden. Ne? Aber aktuell können wir uns nur das Stufe 2 Upgrade leisten. Von den Waffenteilen her. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir mal, dass wir die einzelnen Gegner da hinten ausgeknipst kriegen. Und bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns. Bis morgen. Ciao, Freunde.